Hier drauf, mein Junge. Jetzt Ulti. Einfach Ulti! Und da geh ich hinterher! Da geh ich hinterher! Oh yeah, buddy! Yeah, buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist wie immer Povrot. Oh yeah! Und heute gibt's mal wieder seit ganz langer Zeit ein Community-Game. Das heißt, 10 Leute aus der Community, die im Povrot TV Chat waren. Und ich habe geschrieben, ja Leute, habt ihr Bock? Und es hat Ja's gehagelt. Yeah, 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 yeah. Ab geht die Post. Und ich habe ein Custom Game erstellt. Und es haben sich alle zusammengefunden. Wir haben schöne, schöne Teams. Das heißt aber auch bei einem Community Game, ich habe immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Denn wenn man jemanden tötet, tötet man auch immer jemanden aus der Family. Aber es geht hier um gute Plays, es geht hier um Spaß. Es geht hier um ein bisschen was zu lernen, warum auch nicht. Und ich spiele Hainun Yasuo in der Mitte. Unser Team, Malphite, Blitzcrank, haben beide Knockups. Das ist doch schon mal ganz nice. Rennekt eine Toplane-Bestie, Riven allerdings auch. Ansonsten bei den Gegnern, Lissandra, Ezreal, auch Ezreal als ADC. Janna allerdings gegen Blitzcrank, finde ich nicht schlecht, weil Janna ist ja auch squishy. Obwohl gut gespielte Jannas einen wunderbaren Disengage haben, der Wirbel, also auch guten CC. Drei Formen von CC, ein Slow, Knockup und ein Slow, ein Knockup und die Ulti. Ich vermute, das ist auch irgendwie so eine Art Knockup. Gerade weil ich von Yasuo spreche, viele, viele Champions haben so eine Art Knockup, von dem man ursprünglich... den ich so gar nicht erwartet habe. Zum Beispiel Draven. Sogar seine, wenn er diese Äxte wirft und die Gegner zur Seite genockt werden, bewirkt das schon diesen Airborne-Effekt, sodass man die Ulti hier casten kann. Also, ja, ganz, ganz lustig eigentlich. Oh, Lissandra geht hier direkt rein! Lissandra geht direkt rein und... die kassiert doch, oder? Oh, First Blood! Nice, Baby! Good job! Der Rennekton! I love it. I love it. Die geilste Animation, die ein Champion hat. Einfach sowas Chilliges. Und Tomek muss erstmal Mundharmonika spielen. Oh yeah. Ich vermute mal, dass man Mundharmonika nicht so schreibt, sondern es ist eine Mundharmonika. Aber klugscheißen ist auch nicht so geil. Deshalb lass ich's. Oder auch nicht. Oh, ein bisschen Help hier, ein bisschen Help vor dem Malphitius. Ich finde das richtig geil, wie Yasuo mit Malphite synergiert. Malphite hat wirklich einen richtig krassen Long-Range-CC. Diesen dicken, fetten Long-Range-Knock-Up. Oh, so viel Hilfe hat er jetzt hier nicht bekommen. Alle wollen direkt in ihre Lanes zurück. Aber passt. Lissandra startet mit Crystal Flask. Pusht ihr bereits ein bisschen gegen. So, ich will jetzt mein Level 2 gegen sie haben, um einfach ein bisschen mobiler unterwegs zu sein. Und sie hat's. Wunderbar. Auch jetzt habe ich mein Level 2. So, ich versuche hier ein paar kleine Mindgames zu spielen. Oh, jetzt ist sie Level 3. So, ich versuche jetzt hier mal Malphite zu signalisieren. Sie pusht. Einfach mal vorbeikommen. Warum nicht? So, und das Schild hilft mir immer. Das Schild hilft mir, ein bisschen den Poke standzuhalten.
Lissandra ist so mobil. Da hat Malfi... Hat er überhaupt was gemacht? Ich glaube, der ist dann nicht mal rangekommen. Okay, it's enough! It's enough, baby! Yeah, buddy! So geht's schon mal los. So geht's schon mal los. Never fair, Yasuo. So, wunderbar. Und das Q natürlich als, wie hat das Riot beschrieben? Das Q ist the bread and butter of Yasuo. Und das ist es. Das Q ist der Hauptspell, zumal es ja auch diesen Knock-Up produzieren kann. Und ansonsten Static Sheath, das ist mein Item. Ich baue hier mal das Everest Blade. Einfach um schon mal ein bisschen mehr Geld zu sammeln, um schneller mein Static Sheath zu haben, denn das Static Sheath ist für mich das, also von allen Items, die man auf Yasuo bauen kann, ist Static Sheath die Nummer 1, das essentiellste Item von allen, weil es einfach so viele schöne Sachen bringt, die... die herrlich miteinander synergieren. Und zwar profitiert ja auch Yasuo extrem von Critical Strike Chance. Und außerdem dieser Blitz, den Static Sheath produziert. Das sind alles Dinge, mit denen kann Yasuo wunderbar arbeiten. Yasuo kriegt mehr Movement Speed. Auch geil, um am Gegner dran zu bleiben. Oh, da ist Udyr on the road. Dann stelle ich doch mal lieber hier meinen Ward. Ich verlasse mich nicht nur auf die Trinkets, denn Trinkets geben einem nur 60 Sekunden Vision. Und ein Ward bringt mir 3 Minuten. Also wesentlich, wesentlich mehr Vision. Und auch im Pro-Bereich werden Wards sehr viel genutzt. So, ein bisschen poke die mich natürlich runter. Yasuo ist kein Long Ranger. Also von daher ist es für ihn nicht ganz so einfach, gerade gegen die Ranged AP Champions in der Mitte manchmal klar zu kommen. Da habe ich echt zu viel mich getraut. Und das hat mich direkt bestraft. Lissandra hat mich direkt bestraft hier. Und deshalb gehe ich jetzt auch einfach zurück. Nee, tue ich nicht. Problem ist nur, wenn sie gleich ihre Ulti hat. Und die hat sie jetzt. Dann habe ich ein bisschen Angst. Und deshalb gehe ich jetzt wirklich back. Denn ich will hier nicht mit ein Drittel leben. Aber plus meinem Schild. Aber ich will ihr nicht so begegnen. So, sieht sie jetzt, dass ich zurückkomme? Sie hat die Ulti noch eingesetzt! Sie hat die Ulti noch gecastet! What the heck? Die Ulti war noch Druppe! Und sie ging quasi ins Leere! What the fuck? Krass, das heißt, ihre Ulti war jetzt quasi verschwendet und ich war bereits weggeportet. Das ist, ja, tatsächlich, wie Lissandra es hier schreibt, das ist ein bisschen unschöner Bug. Denn das hat sie natürlich nicht verdient, hier so mit Bugs abgespeist zu werden. Juhu! Ich wollte eigentlich den Knock-Up von Blitzcrank so nutzen, dass ich hinterhergehe mit der Ulti, denn sie hat ja eine relativ lange Cast-Range, wenn ihr hier mal guckt. Ja, aber das war wohl nichts. Der war schneller tot, als er gucken konnte, der Ulti. Okay, jetzt hier ein bisschen Druck auf den Tower. Wieso nicht? Ich spare jetzt, denn ich will mein erstes essentielles Late-Game-Item haben.
Und das ist Static Sheath. Ich bin auf dem Weg. Ich brauche zwar nicht unbedingt Blue, aber noch kürzere Abklingzeiten sind doch auch nicht verkehrt. So, signalisiert. Ach! Der lebt noch, der lebt noch. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er wäre tot. Wunderbar. Thanks, Bro. I will follow this path until the end. Und ich bin weg. Oh yeah. Oh yeah. Ist mein Feed Level 6? Dann könnte ich euch zeigen, wie perfekt das zusammen synergiert. Hier drauf, mein Junge. Jetzt Ulti. Einfach Ulti. Und da gehe ich hinterher. Oh yeah, Buddy. Ich finde Yasuo insofern ultra krass, als dass seine Ulti mit anderen Champions so geil synergiert. Oh yeah. Oh yeah. Fetter Champion. Und das heißt, ich habe jetzt meinen Static Sheath. Was? Fehlt hier noch ein bisschen was? Nur, dann gehe ich nicht zurück. Yasuo verwirrt seine Gegner einfach durch ein ewiges Slice and Dice. Und das ist schon von Vorteil. Also, Yasuo verwirrt einmal die Gegner, kann wunderbar Abilities dodgen. Und ich habe die Ulti wieder. Allerdings werde ich nicht riskieren, denn Lissandra hat mit Sicherheit auch wieder ihre Ulti. Nachdem die erste leider so in die Hose ging. So, jetzt habe ich genug für Static Sheath. Und dann kann ich nochmal auf jeden Fall eine Ecke aggressiver gehen. Ja, wenn ihr das Video seht, ist es glaube ich schon 7 Tage her, dass ich dieses Game hier gespielt habe. Also Yasuo ist für mich eigentlich noch relativ frisch draußen und ich feiere ihn übelst. Das ist zu viel Schaden mit Malphite. Yeah, buddy. Good job. Einfach nur überkrass. Alter. Ich hätte ihn jetzt auch ein bisschen Tank hier, also mit den Tank Boots bauen können. Ich einfach ein bisschen Magieresistenz mitnehmen, aber wir sind jetzt hier so weit vorne. Hoffentlich kommen wir noch zu so einer schönen Situation, wo Malphite vielleicht 2 abgenockt kriegt. Und ich es dann schaffe, auch 2 in der Luft zu halten. Denn das kann Yasuo. Wenn die Gegner schön nah klumpen, dann hält Yasuo alle, die geklumpt sind sozusagen, hält er die oben. Also refresht den CC sozusagen, erhöht den CC um 1 Sekunde, hält die Gegner 1 Sekunde länger oben und macht dann halt sein Damage. Eine Sache, die an Yasuo, wie soll ich sagen, nicht tricky ist, aber ein bisschen seltsam ist oder das... Kann man ruhig wissen, wenn man auch gegen ihn spielt.
Man kann Yasuo durchaus angreifen, wenn er seine Ulti einsetzt. Also alles, was AOE-Damage ausführt, wird ihn schwächen, wenn er seine Ulti halt einsetzt. Oh, er ist tot. Oh, ich hatte vor zu flashen. Selber Gedanke. Oh! Blitzcrank! Wuhuhuhu! Der Blitz von Static Sheep! Der ist einfach heftig. Good job! Dann heißt es mal good job. Hier wird jetzt der Draco geschnetzelt. Herrlich. Also bis hierhin ziemlich good job. One step ahead of the past. LOL! LOL! Ich komm nicht hinterher! Dieser Backport, auch eine richtig schöne Animation. Rennick Knuppi? Oh, Udi hat hier einen Kill geholt. Oh, und dafür fällt noch nicht mal der Tower hier. Den müsste ich deffen können, den müsste ich deffen können. Ich hole mir jetzt schnell hier nochmal einen Stack ab. So, einen habe ich schon mal. Sandra wird versuchen zu flüchten. Too much damage, baby! Too much damage! Come on, Yasuo! Yeah, buddy! Oh yeah! Oh yeah! Oh, jetzt muss ich vor dem Udyr flüchten! Damn it! Damn it! Der Udyr, was hat der bis dazu? 5-2, oh! Der macht das gar nicht mal so schlecht. Und Dreierschuhe, das finde ich geil. Auf Udyr Dreierschuhe ist eigentlich ein Muss. Damit man richtig schön an die Gegner ranrauscht, damit man durch das gegnerische Team durchrauscht und seinen richtig dicken Damage verteilt. Und jetzt baue ich Infinity Edge. Ich will meinen Damage Output maximal erhöhen. Und da ist das BF-Schwert hier auf jeden Fall die richtige Wahl. 18 zu 5, 5-1-1 Yasuo, 101 Farm und der Renekton auch mit 130 Farm, 3-1. Wunderbar. Und ich muss auch ganz ehrlich da sagen, dass der Malphite mir natürlich super geholfen hat. Zweimal kam die Ulti direkt reingezimmert. Und wenn Yasuo jemanden hat, mit dem er so synergiert, dann ist er stark. Wenn Yasuos Team keinen einzigen Knock-Up hat, dann würde ich es für fraglich halten, ihn zu spielen. Also ich habe jetzt ein paar Games noch beobachten können. Auch bei meinem Bruder Mr. Mike AP. Und Yasuo wird nicht immer gespielt. Also ich würde jetzt persönlich gar nicht sagen, dass der irgendwie OP ist. Komm schon, Yasuo! For the win! Schade, dass die Ulti von Malphite nicht getroffen hat. So, jetzt hier nochmal die zwei Tränke einschmeißen, was nicht schlecht ist auf Yasuo, was man early durchaus bauen kann. Guckt euch das einfach in meinem Guide an. Man kann durchaus early das Vampiric Scepter bauen. Boom! Boom, Junge! Mit Static Sheep ist es einfach crazy.
Oh, will mich werben, will mich werben, will mich werben. Nein, will er nicht. Alles klar. Also, ich gehe zurück, 1300 Money. Jetzt wird wieder geshoppt. 711 Yasuo. Ja, Yasuo ist ja für mich, wie gesagt, vor kurzem erst rausgekommen. Wenn ihr das Game seht, ist er schon, ja, ich glaube sogar 2 Wochen in the Game. Aber ich hatte viele, viele Games schon vorbereitet. Aber wisst ihr was? Ich baue jetzt einfach einmal Vampiric Scepter. Trotzdem werde ich Infinity Edge jetzt auch erstmal fertig bauen. Aber ich feiere Yasuo. Er ist wirklich ein toller Champion. Er ist auch ein sehr starker Champion, der aber meiner Meinung nach nicht OP ist. Also auch ein Master Yi, wenn er später gefeedet ist, kann der ganze Teams zerstören. Ich würde sogar sagen, fast noch besser als Yasuo. Aber Yasuo ist ein sehr, sehr spaßiger Champs. Yasuo ist ein sehr spaßiger Champion mit sehr kurzen Abklingzeiten, mit Mindgames hier, durch sein Slice and Dice, wie ich es immer so gerne nenne. Sweeping Blade heißt das Ganze in Wirklichkeit. Falls ihr mehr zu Yasuos Abilities sehen wollt oder zu seinem Bild, den ich bevorzuge, guckt euch einfach mal einen Guide von mir an. Auf Povrot TV, auf meiner Seite, habe ich einen kleinen Guide für euch zusammengestellt. Für die, die halt Yasuo noch nicht kennen oder die sich mal so ein Bild davon machen wollen, wie stark er wirklich ist. OP ist dieser Junge auf jeden Fall nicht. Aber er ist wirklich stark. Er ist wirklich stark. Und die Passive bringt ihm schon echt, echt viel. Das Schild ist gut. Das Schild geht ziemlich schnell wieder ab. Also refresht hier ziemlich schnell. Blockt jetzt 290 Damage. Das ist auch sehr anständig. Und ja, mal gucken, wie ich hier gegen Riven abschneide. So, hier kommen durch die Minions! Oh, hast du gut gemacht! Wuhuhu! Aber ich bin zu gefeedet! Da kommt zu viel Schaden! Und im Notfall hätte ich noch Rivens Ulti mit dem W blocken können, denn das ist ein Skillshot. Wenn sie ihre Ulti einsetzt, hat sie einen Skillshot ab. Und wenn man natürlich dann die Wall zum richtigen Zeitpunkt setzt, dann geht richtig viel Schaden verloren. Also Yasuo kann viele Champions ultra schön countern. Gerade die, die halt so Skillshot-dependent zum Beispiel sind. Wie zum Beispiel ADCs. ADCs sind ja durch ihre Auto-Attacks, haben sie auch viele Ziele, die Yasuo mit seiner Wall blocken kann. Die Wall wird mit der Skillung immer breiter. Also wenn man hier jetzt mal guckt, die wird ein bisschen breiter. Das Geile ist halt, sie schützt nicht nur Yasuo, sie kann das ganze Team schützen. Dammit, dammit! Flash, Slice and Dice, Opi! Der Rennington ist auch schon ultra dicky. Und wieder! Ulti, Ulti, tot. Wuhu! Wo habt ihr mir den weggezogen? Wie sieht's aus? Oh, Elfeins Ezreal! Der ist auch brutal! Übrigens, ihr seht das vielleicht, das Schild hier von Yasuo, da darf man sich nicht täuschen, blockt keine Tower-Schüsse. Wow! Woohoo! What the heck? Da sind wir direkt von Lissandras DPS alle getroffen worden. Und trotzdem kriegen das die Gegner nicht hin. Kommt die Riven noch weg? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Zwei dicke Biester. Ein Stein und ein Krokodil verfolgen eine Frau mit Schwert. Oh, sie ist schnell, sie ist schnell. Sie müsste irgendwie bei die Frau kommen. Und jetzt kann Rennick durch zwei durchslicen. Und da kam das Ace. Und ich habe jetzt Infinity Edge. Ich hoffe, es klappt noch, dass zwei hier geabnockt werden.
Und die Gegner haben surrendert. Also 10-2-4 Yasuo mit zwei wunderbaren Malphite-Ultis im Early Game, die mich ein bisschen gefeedet haben. Victory. Ansonsten, das war ein Community Game. Schaut im Povrot TV Chat vorbei. Wir sehen uns mit Sicherheit bei einem oder anderen nächsten Spiel. Ich nehme das Ganze auch gerne auf. Und ja, das war's von mir. Ich bin euer Povrot. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. GG.